Heute gibt es den Zuschauertag 2.0 und ja, wenn ihr einfach mal im Geplauder so ein bisschen zuhören wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe bei der lieben Alice im Bücherland, ich verlinke euch ihren Kanal mal in der Infobox, weil die hat noch viel mehr Abonnenten verdient. Von ihr habe ich mir den Zuschauertag 2.0 geklaut, weil ich die Fragen ganz schön fand und ich höre ihr einfach unglaublich gerne zu. Sie ist so ein zauberhafter Mensch einfach. Ich finde es immer ganz, ganz, ganz schade, dass ich zurzeit so wenig Zeit für Booktube habe, wobei man muss sich halt die Zeit nehmen, ne? Ich lese halt ehrlich gesagt lieber, als dass ich gucke momentan. Und ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Sie ist total zauberhaft und schaut doch mal bei ihr vorbei und lasst ihr doch mal ein Abo da. Genau. Und ich fand jetzt die Fragen so schön. Das sind einfach so 8 allgemeine Fragen. Und der Zuschauertag 1.0, den habe ich nämlich damals auch gedreht. Und auch da fand ich die Fragen richtig toll. Genau. Fühlt euch einfach wie immer alle getaggt. Ich schreibe euch alle Fragen mit in die Infobox und beantwortet die mir doch auch immer gerne. Ich lese das immer unglaublich gerne, auch wenn ich lange brauche, um mal auf einen Kommentar zu antworten. Das ist momentan leider einfach so. Genau. Erste Frage. Was ist euer Lieblingsgenre oder lest ihr wirklich, lest ihr wie ich einfach ziemlich bunt durcheinander? Ja, ich bin auch so ein bunt durcheinanderleser. Am allerliebsten lese ich Thriller, also am liebsten Psycho-Thriller und Liebesgeschichten. Aber das hält sich so die Waage, ne? Also ich lese beides gleich und wechsle da eigentlich ziemlich durch. Ich habe zwar momentan mehr Liebesgeschichten auf dem Sub als Thriller, das liegt aber einfach daran, dass ich das Gefühl habe, dass von Liebesgeschichten mehr nachkommt, was gut ist, was mich halt auch anspricht, ne? Genau, ansonsten lese ich eigentlich alles. Also ich lese Romane und Jugendbücher und Horror und extremen Horror und auch ein paar Reihen, also so Thriller-Reihen, so ein paar wenige. Und mit was man mich jagen kann, ist auf jeden Fall, historisch lese ich gar nicht und Fantasy ist schwierig, sage ich jetzt mal so. Und Jugendbuch hat so ein bisschen abgeflacht, ne? Aber das ändert sich halt auch immer. Und ja, dann, was ist euer Lieblingsbuch und welche Geschichte könntet ihr immer wieder lesen? Das eine Lieblingsbuch habe ich leider nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe so viele schöne Geschichten. Also das, was ihr hier so um mich rum seht, das sind so meine Highlights und da könnte ich mir wirklich auch vorstellen, die in Jahren nochmal zu lesen. Vielleicht hier könnte ich vielleicht noch ein paar einzelne ausmisten, aber ja, also es gibt so viele schöne Bücher, die ich auf jeden Fall nochmal lesen möchte. Und zwar Harry Potter zum Beispiel, das kann man immer wieder lesen. Dann Diana Gabaldon, Feuer und Stein, das habe ich auch schon oft gelesen und kann mir vorstellen, dass ich das immer wieder lese. Mila Olsen, dann einige Krimireihen, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich da wieder von vorne anfange. Meine ganzen Sebastian Fitzigs würde ich auch gerne mal nochmal von vorne lesen, wenn ich dann irgendwann mal meinen Sub so ein bisschen abgebaut habe, weil da wirklich auch Thriller dabei sind, wo ich völlig vergessen habe, weil die sehr kurzweilig waren, wo ich völlig vergessen habe, wie so der Verlauf und das Ende war. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass ich die nochmal lese. Also ich habe wirklich viele Lieblingsbücher, ja, wo ich mir denke, von Bromm, der Kinderdieb, ist auch ein Buch, das hier niemals ausziehen darf. Und Tintenherz habe ich auch schon einige Male gelesen. Und das sind meine wirklichen Freunde, sage ich jetzt mal, ne? Genau. Dann, welche YouTube-Formate oder Kanäle können euch richtig begeistern und was schaut ihr außer Booktube noch gerne? Und die Frage möchte ich unbedingt mal an euch weitergeben. Beantwortet die mal in die Kommentare, was ihr am allerliebsten schaut und welches Format hier überhaupt nicht fehlen darf oder welches ihr euch vielleicht noch wünschen würdet, weil ich ja auch immer am Ideen sammeln bin und ab und zu mal was verändern möchte und genau, und da ist immer Inspiration sehr recht. Und ich gucke am allerliebsten, gucke ich Neuzugänge auf jeden Fall.
mir an. Bei anderen Booktubern schaue ich mir auch gerne die Rache des Subs an. Also ich drehe die auch unglaublich gerne und ich schaue die auch sehr gerne. Und was für Formate halt auch richtig toll waren. Wir haben mal hier dieses Book Shopping Queen gemacht. Ich würde mir wünschen, dass Book Shopping Queen irgendwie so ein fester Bestandteil in der Booktube-Welt wäre. Würde ich mir immer angucken. Das würde ich mir sogar im Free-TV anschauen. Ja, weil mir das unglaublich gut gefallen hat. Das nicht nur zu drehen, sondern auch halt nachzumachen, anzugucken, meine ich. Und ja, so, das sind so meine Lieblingsformate. Ich überlege gerade noch so ein bisschen. Ja, also so Neuzugänge schaue ich echt immer gerne, weil ich immer gern schaue, was so eingezogen ist. Und welches Format ich absolut liebe, wo ich aber leider wirklich gar keine Zeit habe, ist Neuerscheinungen, ne? Also was jetzt so erscheint, weil das setzen sich, ihr müsst euch das mal vorstellen, da setzen sich Booktuber hin und gucken von den Verlagen die ganzen Programmvorschauen durch und machen dann ein Video dazu, was jetzt so interessant für sie wäre. Ich meine, wie viel Arbeit ist denn das, diese ganzen Vorschauen halt sich überhaupt erstmal alle anzugucken? Also die, nee, das schaffe ich nicht. Und ich habe dann auch immer, das ist so Fleißarbeit halt dann auch so für mich, ne? Und wo ich mir halt denke, wie nett und wie toll ist das denn eigentlich von Booktubern, mir die Arbeit abzunehmen, weil ich schaue mir dann halt einfach nur diese Videos gebündelt an und freue mich so mega am Leben einfach und denke mir, jawohl, Dankeschön halt. Das ist so dieses dankbarste Format, was ich so habe, weil ich nicht zu jedem Verlag hin muss und jedes Format mir angucken oder jede Vorschau mir angucken muss. Ich schaue so speziell so vor den Buchmessen, da schaue ich schon immer mal so, was erscheint, ne? Also so zweimal im Jahr gucke ich da auch schon mal rein, so grob, und mache mir auch so einen groben Überblick, was ich gerne unbedingt lesen möchte. Aber ich habe da schon so tolle Schätze dann halt mir direkt geholt, ja, einfach weil es dieses Format gibt. Und das finde ich richtig, richtig toll, ja. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Das ist halt immer, wenn man sich auf Text nicht vorbereitet. Und was schaut ihr außer Booktube noch gerne? Ja, ich schaue halt ab und zu mal Netflix, aber sehr, sehr, sehr wenig. Es hat sehr abgeflaut, seit die Kinder da sind. Und ich habe auch früher gerne Filme geschaut. Disney schaue ich unglaublich gerne. Aber ja, ich setze halt wirklich einfach Prioritäten. Und die Prioritäten sind halt bei mir wirklich das Lesen und die Bücher. Dann, was sind eure Lesevorhaben für dieses Jahr? Ja, hauptsächlich Sub abbauen halt, ne? Ich habe so ein paar Challenges noch am Laufen, so 20 für 2020, genau. Sowas habe ich noch am Laufen. Und ansonsten, ja, ich würde mir halt mal wünschen, dass ich mal mein Kaufverhalten so ein bisschen ändern könnte, dass nicht immer über 20 Bücher jeden Monat hier einziehen, sondern dass ich wirklich mal alles, was alt ist, erstmal weglese, aber ich kann es mir einfach nicht verkneifen. Ich glaube, ich bin wirklich, was neue Bücher betrifft, bin ich wirklich einfach kaufsüchtig. Also, ich weiß nicht, bin wirklich so richtig büchersüchtig. Ich weiß auch nicht, also ich denke noch nicht, dass es so weit ist, dass ich eine Therapie brauche. So hoch ist dann mein Sub auch noch nicht. Ich lese ja auch sehr viel und ich fühle mich auch trotzdem sehr wohl mit meinen Neuzugängen und mit meinen Büchern, aber ich habe da in der Hinsicht, also wirklich, das ist so meine Achillesferse. Dann, wie groß ist euer Sub und mögt ihr eher eine kleine oder doch eine größere Auswahl? Und das ist eine perfekte Überleitung, da hatten wir ja das Thema gerade. Ja, mein Sub ist momentan, immerhin kann ich die Zahl immer genau benennen, mein Sub ist momentan 238 und ich würde gerne am Ende des Jahres so auf 150 kommen, so, ne, so Pi mal Daumen, wenn ich das schaffe, weil dann könnte ich dann das Jahr drauf dann zweistellig werden. Und ich denke, meine Wohlfühlgröße wäre wirklich so 50 bis 60 oder 40 bis 60, weil ich nämlich so eine kleine Auswahl brauche ich immer an Büchern, weil sonst habe ich ja, weiß ich ja nicht, was ich als nächstes lesen soll. Also ich, gerade für jede Stimmung, ne, dass man da so ein bisschen was da hat, aber so 50 Bücher, das wären so die absolute Wohlfühlgröße an ungelesenen Büchern, weil dann hat man nämlich auch immer genug Zeit, Nachschub zu besorgen, weil ich bin ja wirklich auch ein Vielleser, wie ihr wisst. Genau. Dann, welches Buch hat euch so richtig zum Lachen oder auch zum Weinen gebracht? Ich meine, gut, weinen kann ich immer wieder sagen, ein ganzes halbes Jahr. Also da habe ich wirklich so geschluchzt, da war ich wirklich, ja,
habe geweint und geweint und geweint und geweint. Ich möchte es mir auch irgendwann nochmal durchlesen und ich glaube, dass ich wieder weinen werde. Weil ich halt einfach Luisa so gerne mag und ich mag Will so gerne und ja, habe ich wirklich geweint. Und bei Anne Freitag sind wir auch bei zwei Büchern so Tränchen gekullert. Einmal bei Mein bester letzter Sommer und bei Nicht weg und nicht da sind auch zwischendurch mal Tränchen gekullert. Ja, ne, das hat halt so Emotionen so rausgelassen. Und wo ich richtig lachen musste zuletzt, war bei einem Mann namens Ove, weil Ove einfach so ein Senior ist, Rentner ist, so ein alter Mann ist einfach und der hat so seine eigenen Ansichten und der beschließt jetzt, also gleich am Anfang beschließt er halt das Internet zu nutzen und sich einen Laptop zu kaufen und er treibt die Verkäufer wirklich in den Wahnsinn. Der dreht ihnen, der hat so seine eigene Ansicht, ne, und hat ja eigentlich gar keinen Plan von Technik und dreht ihnen so oft das Wort im Mund herum. Ich fand diesen Schlagabtausch und dieses Verkaufsgespräch so unfassbar lustig. Ich habe so lachen müssen. Das war echt witzig. Und es ging halt immer mal in dem Buch so. Ich fand ihn einfach, Ove war einfach ein absolutes Original und mochte ich richtig gern. Also es ist ein absoluter Buchtipp von mir. Genau. Dann, wie viel Zeit verbringt ihr mit BookTube und wie viel Zeit nimmt diese Leidenschaft bei euch ein? Also die Zeit mit BookTube an sich, dass ich jetzt Videos drehe und schneide, das nimmt immer einen ganzen Tag in der Woche ein. Also wirklich von früh bis abends. Ich habe mir das jetzt so freigeschaufelt. Das hat sich durch die Corona-Zeit so ergeben, weil sonst habe ich mir immer zwischendurch mal Zeit genommen, wie es halt gerade war. Aber ich muss das wirklich planen und strukturieren, sonst kann ich dieses Hobby nicht mehr ausüben. Und mir ist BookTube sehr wichtig, weil es mir einfach sehr Spaß macht, über Bücher zu plaudern. Weil mit wem soll ich denn sonst über meine Leidenschaften reden, ne? Wenn nicht mit euch? Und deswegen habe ich ja auch YouTube damals angefangen. Und es ist wirklich so, ich frühstücke dann früh ganz in Ruhe. Ich habe einen Tag in der Woche frei, wo ich dann wirklich nur das Baby habe. Zum Stillen natürlich. Und da Papa sich dann um die Kinder kümmert und da frühstücke ich in Ruhe. Und dann dreht sich wirklich der ganze Tag nur um BookTube und um auch Rezi schreiben, überhaupt Social Media, Kommentare beantworten, E-Mails beantworten. Das mache ich dann immer so zwischendurch, wenn das Video gerade rendert. Für Instagram Fotos machen, solche Sachen halt. Genau, diese ganze Arbeit, das mache ich hauptsächlich an dem einen Tag und unter der Woche mache ich wirklich nur so Kleinigkeiten, dass ich mal einen wichtigen Kommentar beantworte oder eben meine Instagram-Posts mache oder sowas halt, ne? Genau. Zum YouTube-Gucken tatsächlich komme ich zurzeit sehr, sehr wenig. Das habe ich früher auch mal so zwischendurch, so beim Frühstücken so ein bisschen so gemacht, ne? Oder halt auch beim Schneiden und so und da komme ich momentan so wenig dazu und das ist so schade, weil es gibt so tolle BookTuber und ich will sie alle gucken und meine Watchliste wird immer länger und länger und es kommen immer neue nach und ich habe bei weitem noch nicht alles geschaut, was ich schauen will und ich kriege schon immer die Krise, wenn dann manchmal so Videos in der Watchliste dann wieder gelöscht sind und furchtbar, furchtbar. Genau. Und welche Hobbys habt ihr? Ja, ich habe vor allem momentan so, ja, meine Hobbys sind auf jeden Fall Bücher und Rezensionen schreiben. Und was ich eine Zeit lang ganz gerne gemacht habe, ist gelettert, also so Handlettering. Ja, auch so im Bookjournal und so und im Bullet Journal. Das mache ich allerdings momentan auch sehr, sehr, sehr wenig, weil man halt einfach Prioritäten setzen muss. Und was ich aber wirklich gerne mache, und dann nehme ich mir auch meistens die Mittagsschlafzeit dazu, ist Spiele spielen. Ich zocke unglaublich gerne, also so analoge Spiele, PC-Spiele oder Handyspiele spiele ich gar nicht mehr, seit einigen Jahren. Aber ich spiele unglaublich gerne analoge Brettspiele. Und ich bin so ein totaler Rätsel- und Escape-Spieler. Und ich liebe das und jetzt durch die Corona-Zeit konnte ich mich natürlich nicht mehr mit meinen Mädels treffen
und habe da ganz viele Rätsel- und Escape-Spiele für mich so entdeckt, die mir halt richtig Spaß machen, die man auch alleine spielen kann. Das ist zwar dann so ein bisschen haariger und man braucht vielleicht länger und man braucht vielleicht mehr Hilfe, aber darum geht es ja nicht. Es geht mir halt dann rein um diesen Spaß. Ich bin auch früher richtig gerne ins Kino gegangen. Das ist leider, ja gut, jetzt momentan sowieso, aber das ist auch leider, muss ich wirklich sagen, seit der Geburt irgendwie gehe ich gar nicht mehr ins Kino. Nicht, weil ich nicht möchte, sondern einfach, weil wir halt echt wenig Zeit haben. Und ich meine, ja, es ist aber kein Jammer. Es ist okay so, das passt schon. Also ich bin jetzt nicht irgendwie traurig darum. Ich traue sowieso der früheren Zeit überhaupt nicht hinterher. Es ging jetzt einfach nur mal um so Sachen, die ich halt eigentlich ganz gerne mache. Ja, und das nimmt eigentlich dann so genug Zeit dann auch schon in Anspruch, was man so gerne tut. Mal wieder Sport könnte man auch mal wieder so ein bisschen mehr in den Fokus legen, irgendwann mal demnächst wieder. Wir reisen unglaublich gerne, also wir reisen gerne, fahren gerne in den Urlaub. Es ist auch mit Kindern kein Problem. Mit Kindern macht man halt andere Urlaube, aber das ist auch kein Problem und ja. Genau, das sind so meine Interessen und Hobbys. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ganz, ganz viel Spaß mit dem Tag. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Hat mir Spaß gemacht, die Fragen zu beantworten. Mir macht ja eh jedes Video Spaß. Und ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und über ein Abo natürlich auch immer. Und jo, wenn ihr wollt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!